wie, du hast ein Treffen vereinbart. Bei der Gamescom nicht. Oder was? Bei der Gamescom oder wie? Das wäre so cool, ey. Das stell mir das so cool vor. Du rennst über die Gamescom und auf einmal kommen da Leute auf dich zu und. Digi-Held! Und dann sag ich, nein! Bin ich nicht! Und dann sagen sie alle, Oh, ja gut, dann. Hau rein. Nee, aber wie, jetzt erzähl doch mal. Was soll ich erzählen? Ja, wieso Treffen vereinbart? Nein, Quatsch. Weil ich schreibe ja gerade mit Deba hier im Chat, aber. Ich finde das krass. Was ist jetzt mit dem Treffen? Es gibt kein Treffen. Wieso erzählst du denn, dass es ein Treffen gibt? Weil das witziger wäre, um meine Pause zu erklären, warum ich nichts gesagt habe. Nehmen wir schon auf? Ja. Meine Damen und Herren. Ist mir sehr unangenehm. Wie repariert man denn jetzt den scheiß Bogen? Wüsste ich auch mal gerne, meiner ist auch fast durch. Vor allem normalerweise steht das immer drauf, wie man den Bogen repariert. Bei dem Bogen nicht. Dann kann man ihn vielleicht nicht reparieren. Repair Item Small Stone. Zum Beispiel bei der Schaufel. Aber beim Bogen, ne. Das könnte gut sein. Da muss ich mir echt einen neuen Bogen machen. Ich auch. Bove. Ich soll dir von dem Deba einen schönen Sonntag wünschen. Oh, das ist aber nett. Das ist nett, ne? Ja. Immerhin. Es tut mir jetzt auch irgendwie leid. Er scheint extra aufgestanden zu sein dafür. Oh, immer rein mit dem Messer. Nein, so war es jetzt gar nicht gemeint, aber. Ich meine, ich bin auch extra aufgestanden dafür. und du ja auch. Ich bin ja auch extra aufgestanden. Das ist so, als würdest du sagen, würdest du das Messer aus dem Rücken ziehen und sagen, oh, das war das Verkehrte. Und dann nochmal ein anderes reinhauen. Andere Richtung. Ich wollte doch hinten an den Rücken. Ja. Ah, okay, der Bogen selbst kann von seinem Schaden her nicht beeinflusst werden. Der macht immer denselben Schaden, nämlich gar keinen. Aber die Pfeile machen halt den Schaden, ne? Ja. Also muss man die Pfeile reparieren. Man muss die Pfeile reparieren, ja. Kommst du noch oder. Ach, soll ich zurückkommen? Ja, gut, weil ich war hier nämlich gerade. Ich wollte nämlich gerade ein bisschen Eisen sammeln gehen. Ach so, nein, du bist also schon im Spiel. Das wollte ich wissen. Ich bin im Spiel, ja. Gehen Sie Eisen sammeln. Ich gehe Eisen sammeln. Oder wollen wir halt gleich schon anfangen, irgendwie unsere Grube zu bauen? War man nicht irgendwie dabei, eine Grube zu bauen? Deswegen bin ich jetzt am Eisen sammeln, weil ich mir eine Pickaxe bauen will. Ah ja. Ja, wir haben schon angefangen, eine Grube zu bauen hier. Ja. Aha. Gut, super. Wir haben zwei Forges, Alter. Ja, dann fangen wir an, oder was? Ja, ich bitte drum. Ich habe aber nichts aufgeschrieben. Ich habe gar nichts vorbereitet. Oh mein Gott. Wo ist denn mein Hip-Hop-Reim? Oh nein, bitte nicht, bitte. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ätzend das ist zu schneiden, wenn jedes Mal, wenn du am Anfang bist, dieser Spruch kommt. Ja. Ja. Okay, ich fange an. Lisbeth. Ja. Hallo. Warte, und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Also Nörderbär auf Klasse. Die Stoppuhr muss ich doch noch anmachen. Moment. So, jetzt geht's los. So. Lisbeth. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kanal. Auf unserem. Ich fang nochmal. Schneide ich alles wieder davor. Ja. Ich hab da schon alles gesehen, ne? Ja, hast du gut gesehen. Auch die eine Folge, wo du halt gesagt hast, die du halt nochmal gefunden hast. Geschrieben hast hier von wegen, hier, die konnten wir ja nochmal retten und alles. Ja. Ja, fand ich ja, eigentlich ganz cool. Die ist auch gut geschnitten, ja. Muss man mal so festhalten. Mhm. Ja, bitte. Jo, Jo, hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal, so nennen wir auf live. Wir spielen 7 Days to Die. Das geht einfach nicht. Und das ist mit dabei. Das geht einfach nicht. Der Brei. Das geht nicht. Okay, ich fahr nochmal. Okay. Ich schub nochmal zurück. So. Hallo und herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Ja komm, dann zieh's durch, scheißegal. Jetzt. Ja wie denn, Alter? Ach, kannst nicht, weil du lachen musst? Ja. Wie unangenehm. Oh, wir können nicht streamen. Keine Lauch. Ja, genau.
Oh Gott, ey, das wird echt schwer. Oh. Hallo und herzlich willkommen. Ach Gott. Scheiße, das geht nicht. Alter, das geht nicht. Wie soll ich das jetzt machen, ey? Dann sag einfach Moin Moin oder Hallo, geht weiter hier oder keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Ich meine, mittlerweile okay. Wissen die Leute, was wir spielen. Okay, okay. Bevor wir 20 Minuten Begrüßung machen. Sobald ich irgendwas ausspreche, was ja. Irgendwie auf Dry oder Die oder irgendwas reimt, ist vorbei. Bin ich sofort dann ist im vorbei. Arsch. Oh Mann. So. Denkt einfach dran, wir können heute nicht streamen. Ja, ja. Hallo, moin moin aus dem Norden. Wir fangen an mit unserer nächsten Session, die total scheiße angefangen hat, denn wir haben erstmal eine Stunde versucht, unseren Stream zu starten. Wir haben auf Twitch wollten wir streamen und wir haben halt irgendwie, wir haben das angekündigt. Das erste Mal in unserem Leben haben wir das angekündigt und waren sogar pünktlich am Start. Und dann hat uns unsere Hard, Soft, keine Ahnung, irgendeine Scheißwehr hat uns halt irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und deswegen, ja, sind wir halt nur auf YouTube vertreten, also nur in Anführungsstrichen. Und ich sehe gerade, ich habe Hunger. ja. Es ist im Hintergrund schon das sympathische Lachen des Dr. Dreadilux zu hören. Der das ist Gestellte. Da. Das Gestellte. Das Gestellte. Das Gestellte. Weil ich bin extrem schlecht gelaunt. Er ist, ja, genau. Extrem. Unfassbar genervt. Und unfassbar genervt. Das ist gut. Da haben wir das therapeutische Spiel 7 Days to Die für gestartet. Das halt die Laune erheblich verbessert. Da hinten ist übrigens ein Hund. Der dreht sich gerade im Kreis. Ja. Ja gut, solange die nicht bei mir sind, ist alles cool. Ja, wie weit sind wir eigentlich? Wir haben ein Dach. Ja. Wir haben Türen. Ja. Türen sind nicht unwichtig, habe ich festgestellt. Machen wir mal hier die. Genau, so. Und wir haben zwei Feuerplätze und wir haben zwei Forges. Wir haben Forges und Torches und andere Dinge. Ah, ja, Wahnsinn, ja, genau. Gott, mir läuft die ganze Zeit Luft im Magen hin und her, das ist echt unangenehm. Oh. Ja, ich möchte mich mal an dieser Stelle entschuldigen für die Inkompetenz meines hochgeschätzten, oh, ich bin zensed. Kollegen, Hilfe! Ja, ja, ja. Ich komme sofort. Mhm. Och, das ist ja schön. Was ist das denn? Ein Schmetterling. Rasen. Ich habe was Interessanteres gefunden. Nee, aber es ist ja tatsächlich ist ja echt schade, dass die Software uns da im Stich lässt. Ja. Aber so ist das manchmal. Nächstes Mal. Nächste Woche gibt's dann was. Ich ganz bestimmt. Mal tracken. Track Friend. Ach, tracken, genau. Tracken muss ich die auch noch. Hatte ich eigentlich eben schon mal gemacht, aber das ist ja dann jetzt wieder weg. Schade. So, du bist in die Richtung und läufst gerade da lang. Okay, alles klar. Super. Gut. Ich komme gerade zurück. Okay, so Richtung 11, 12 Uhr. Ach, jetzt bist du ja schon bei 3 Uhr. Da ist ein Hund. So. Da ist noch ein Ramstod. ja. So, wir sind hier gerade dabei, schon so ein bisschen in den Boden zu graben, um halt noch so ein bisschen Materialien zu kriegen. Genau, jetzt geht das Minecraften los. Ja, und da ist noch ein... Oh, da ist ein kleines Schädchen. So, und ja, hier sind wir auch schon weiter. Na, man kann halt hier schön sehen, die Falltür, die müssen wir auch noch ausbauen hier, den Pinöppel, damit er noch ein bisschen spitzer wird. Und da sind wir noch nicht weitergekommen, aber ich glaube, wir haben den Graben haben wir schon eingeebnet, ne? Der Graben ist fertig, ja. Ja, müssen nur noch diese Spitzen aufgestellt werden. Und verbessert auf jeden Fall. Genau. Weil die gehen ziemlich schnell kaputt. Richtig, genau. Ja, so weit sind wir denn. Und wir spielen 7 Days to Die, falls das noch keiner, also falls es noch jemanden gibt, der das nicht gewusst hat. Wer das noch nicht gesehen oder gelesen hat. Ja. Ja. Und es ist anwesend, kannst du das nächste Mal sagen. Statt es ist mit dabei, es ist anwesend. Ah ja, gut, okay. Das ist clever, oder? Das ist clever, ja, ja, ja. Ich, ja, ich habe irgendwie so einen leichten Reimfurz.
wenn ich die Ansage mache, dann irgendwie mit ja, mit dry und dabei und... Ja, wenn ihr nicht wisst, was der Digi meint, dann guckt euch die letzten Folgen an, verdammt nochmal. Ja, das war schon alles ziemlich sexy. Ja. Jo. So, gut, ich werde dann irgendwie hier weitermachen mit dem Loch. Ja, warte, dann mache ich dir eine. Wo ist denn das Scheißding jetzt? Eine Pickaxe wollte ich dir bauen, da. Ja, jetzt brauche ich erstmal eine Schaufel. Du kannst mir auch eine Stahlschaufel bauen. Ach, das will der junge Herr auch noch. Ne, wieso Junge? Der alte Herr. Jung, hey. Hey. Jetzt geht so eine Pickaxe natürlich auch relativ fix in den Arsch, wa? Ja. Was hat die für eine Durability? 157, das ist ja nicht so viel. Und Metal Stripes brauchst du, um repariert zu werden. Das ist ja scheiße. Ja, dafür brauchst du Rohre. Echt? Mit Rohren macht man Metal Stripes? Ja, also du musst erstmal hier diese Barren machen, diese Stahlbarren. Und aus den Stahlbarren machst du dann halt Rohre. Nee, mit diese Metall... wie heißen die denn jetzt? Ja, diese Form halt. Aber ich habe nein, nicht diese Form. Also diese der Form, also das, mit dem Form meine ich ja schon diese Metallbarren. Ja, achso, okay. Na, und dann gibt's halt diese Metal, die sehen auch aus wie Streifen, aber das sind keine Streifen, sondern Iron. Also ich habe Metal Stripes, falls das ist was. Forged Iron. Du machst Forged, okay. Du hast diese Barren, machst du Forged Iron, diese Stahldinger da. Flacheisen nennen wir die immer. Haben wir Flacheisen. Immer. Lass uns Flacheisen nennen. Und daraus kannst du dein Metall streifen. Okay. Alter, ich kann nicht von unten sehen. Das ist ja grauenhaft. Oh. Gewöhnen Sie sich dran. Ja. Ach hier, Shovel, alles klar. Vier Stück davon. Okay, sollst du kriegen. So, und dann, Nee, kriegst du doch nicht. Scheiße. Verließen sie. Zack. Also eine Pickaxe kann ich dir, wie gesagt, schon geben. Haben wir übrigens so alte Pizzastücke? Bestimmt. Weil aus alten Pizzastücken kann man Antibiotika machen. Und mit Hilfe dieser Antibiotika kannst du halt zum Beispiel dich davor schützen, dass du halt eine Infektion bekommst. Das ist mal das eine geniale Teil, also dieser eine geniale Moment, das zu benutzen. Und der andere ist halt, du kannst mit Antibiotika auch deine Wellness steigern. Also du kriegst dann immer kontinuierlich so eine Art Wellness-Buff. Ah, okay. So over time, weißt du? Hier in der Ecke liegt übrigens Iron, Pickaxe und Metal Stripes. Super. Und nicht, dass sie noch verschwinden. Was wollte ich noch faseln? Aber dafür brauchen wir halt einen Beaker. Ein Beaker? Ja, und ich glaube, einen Beaker haben wir noch nicht. Ich brauche jetzt erstmal was zu phrasen. Hier sind übrigens... Nee, das ist Brot. Aber daraus geht das wahrscheinlich auch, ne? Verrottetes Brot, ja, verrottetes Sandwich. Ja, das kann auch sein. Das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Okay. Haben wir denn auch so was Vernünftiges zu futtern? Weil ich freck sonst gleich langsam. Wir haben doch Ecken und Back, also Ecken und Dings da. Muss mal oben gucken. Ich bin oben. Also in der Mitte. Ganz oben, oder was? Nein, in der Mitte. Ist ja nichts drin, kein Fleisch, kein nix. Wir wurden ausgeraubt. Oh nein. Nicht schon wieder. Achso, da bist du gerade. Deswegen geht der Stream auch nicht. Ja, man hat uns den Stream geraubt. Also hier sind zum Beispiel schon 37 Eier drin. Ja, gut. Nice! Ja. Hier sind zum Beispiel auch All-Time-Trashes drin. Jetzt brauchen wir nur noch Schweinefleisch. Und dann können wir halt eine Menge von diesen Dingern-Eggs machen. Dingern-Eggs. Achso, ja, genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Haben wir kein Schweinefleisch? Ich mag die erste Folge von der Session irgendwie. Es wird gerade dunkel, das ist natürlich jetzt sehr unpraktisch. Ja, genau, das kommt noch dazu. Wie viel Hunger hast du denn? Es geht, die Nacht überstehe ich schon noch. Also ich kann dir ein paar... Ach scheiße, ich wäre fast auf der falschen Seite runtergegangen. Wo bist du denn, ganz unten? Ja. Gut, dann ich habe noch ein paar Eggen, Dings da, Bacon and Eggs.
Ach, du hast ihn. Okay, ja, einer reicht mir schon. Okay, er gibt mir... Gib. Alles klar, cool. Gracias, Senor. Bitte? Tatsächlich. Ach, vielleicht wäre das irgendwie besser, wenn ich übrigens die Sachen herstelle, weil ich glaube, ich bin im Level ein bisschen höher, ne? Das kann gut angehen. Ja. Boah, sogar mein Maximum Health ist decreased. Wo ist er? Du hast mir jetzt eine Pickaxe gegeben und eine Steinschaufel. Sehe ich das richtig? Eine Steinschaufel? Ich habe dir eine Pickaxe gegeben und Metal Stripes. Damit kannst du die Pickaxe dann halt wieder reparieren. Ja, super, okay. Aber ich brauchte ja eigentlich eine Metallschaufel. Ja, das hast du aber leider erst gesagt, nachdem ich schon die Schaufel, das Metall verarbeitet habe. Achso, das ist aber schon weg, das Metall. Okay. Genau, aber wir haben noch zwei Metall, wie heißen die? Geschmiedetes Metall. Fuck. Ah ja, super, das reicht ja sogar. Nee, wir brauchen vier für eine Schaufel. Echt? Hm. Ah, fuck. Und ich komme jetzt hier, also ich werde jetzt hier nicht rausgehen. So nee, dann reicht erstmal Steinschaufel. Okay. Alles gut. Okay. Es tut mir leid. Bitte nicht wieder schlagen, Sir, ja? doch. Rams. Axt im Kopf. So, dann bunkere ich meinen Scheiß hier mal eben. Obwohl, nee, nicht im Supply, das wäre Blödsinn, ne? Ja, das wäre total blöd, wäre das und so. Ja. Und blöd ist nicht gut, also nicht machen. Was wollte ich noch? Ach ja, genau. Ich freue mich schon wieder auf Space Engineers und das mal anzureißen, weil Space Engineers hat einen Traum von mir erfüllt. Und zwar ist es, man kann es mit einem Xbox 360 Controller spielen. Ich musste das gerade ablesen. Ja, wie heißt das Ding? Das stelle ich mir ziemlich geil vor. Ich nicht. Weil man halt irgendwie dann ja auch so ein bisschen analoge Steuerungsmöglichkeiten hat und dann, also ich habe das auch, das heißt, ich stelle mir das geil vor, also ich habe das ja auch natürlich gleich ausprobiert, aber ich habe jetzt nicht viel gemacht, also ich habe mich gebaut oder so, sondern ich bin einfach nur ein bisschen so hin und her geflogen und das war schon mal ziemlich geil. Also das hat schon mal richtig geschafft. Weißt du denn, ob das nur mit Xbox-Controller geht oder geht das auch mit dem PlayStation-Controller? Ach so, darum geht's hier, ja. Nee, weil ich habe keinen Xbox-Controller und ja, nee. Ja, nee. Ja, nee, geht nicht oder ja, nee, ist nicht? Ja, nee, geht nicht. Ja, nee, geht nicht. Also, ja, nee, ist nicht. Ja, ja nee, geht nicht, ist nicht. Ist nicht, geht nicht. Vielleicht sollte ich das nächste Mal zum Schaufeln gleich eine Schaufel nehmen. Das wäre clever. Ja, clever. Da haben wir schon das Problem. Clever gleich langweilig. Ah, genau, clever immer. Clever ist noch was für. Clever. Oh, ich muss mal. So, ich sortiere hier gerade mal so ein bisschen was um. Nein. Doch. Oh. Sehr schön. Oh, kannst du mal T machen? Genau, da bin ich nämlich. Alter, das Loch ist viel zu groß. Wir brauchen bald ein Geländer. Ja, das wird auch noch kleiner gemacht. Ist jetzt nur so übergangsweise. Ah, okay. Okay. Boah, da hat er schon wieder keinen Platz, der Kerl, ey. Gibt's denn hier nirgends? Wieso hab ich eigentlich Fett? Trägst die ganze Zeit Fett mit dir rum? Ja. Kenn ich. Voll Fett, Alter. Ja, was ist denn Destroyed Stone? Vielleicht so einschmelzen? Jetzt hab ich das auch mit deinem Fett verstanden. Sehr gut. Ich habe ein Problem. Trophäen sind kein Eisen. Ich wollte gerade irgendwas Schlaues machen und jetzt habe ich vergessen, was es war. Jetzt war es zu schlau für dich. Jetzt hat meine Kapazitäten gesprengt. Ja, direkt mal übertaktet. Roms. Ja. Oh, verdammt, ey. Verdammt. Ich wollte doch irgendwas Schlaues machen. Ich wollte Tee machen, dafür muss ich aber rausgehen und Wasser holen. Och, nö, echt? Das ist ein bisschen spät dafür. Ach komm, 9:30. Wo ist denn Wasser? Ich guck erstmal, wo Wasser ist. Da ist Wasser, das ist ja gar nicht mal so weit weg. Da komme ich doch hin. Ob ich zurückkomme, ist eine andere Frage, aber hin komme ich auf jeden Fall. Ich pack die Gläser schon mal. Ja, das ist ganz clever. Ich pack die Gläser nämlich schon mal ins Inventar. Boah, jetzt läuft hier ganz spannende Metal Gear Musik bei mir. Richtig schöne Stealthy-Musik. Was gräbt er sich denn hier zurecht, ey? Meine Herren. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt und dann habe ich aufgegeben. Ich habe übrigens, genau, meine schlaue Idee war, einen Painkiller zu nehmen.
Das ist clever. Ja. Warum? Dann esse ich nochmal was. Weil... meine Dings war halt ein bisschen... Also, ich war ein bisschen angeschlagen. Meine Lebensenergie war ein bisschen angeschlagen. Oh. Ja. Und dann kann man Painkiller nehmen? Ja. Wusstest du das etwa nicht? Ich wusste nicht, dass die gegen auch das, wenn man die wenn ganz ehrlich, ne. Ja, tun sie aber. Find ich damit. Ich dachte nur, wenn man, weiß ich nicht, wenn man sich ein Bein gebrochen hat oder sowas, dass das dann hilft. Das dachte ich, aber dass man damit richtig sich heilen kann, das wusste ich nicht. Ja, es ist auch nicht, ich finde es auch nicht unbedingt so sehr logisch. Nee. Aber es ist halt so. Find aber bei Max Payne ist Painkiller auch. Jetzt ist gut! Es geht! Hä? Verdammte Scheiße! Akzeptier's okay. Doch mal! Okay. Excuse me. Mich der Officer. Hier ist 47 mal Fett. Ne, Tallow. Was ist Tallow? Doch, Fett, ne? Damit macht man die Fackeln, glaube ich, ne? Ja, warte mal. Ja, genau, richtig. Und damit kann man auch was anderes machen. Benzin, glaube ich. Oh, okay. Oder irgendwas anderes Nützliches. Das weiß ich nicht genau. Aber man kann auch irgendwas anderes Nützliches daraus machen. Irgendwas kann man damit machen. Das muss reichen. Boah. Ach, du musst unbedingt mal jetzt rausgehen, looten. Wir brauchen einen Beaker. Ich brauche was. Den muss man auch noch finden, oder was? Ja. Du Handwerk. Und der ist echt selten. Aber wenn natürlich. Du den gefunden hast, dann kannst du halt. Dann kannst du halt. Was kannst du dann machen? Ich weiß nicht. Also, genau, Antibiotika zum Beispiel herstellen. Aber wir müssen was? Jetzt auch Schwarzpulver. Ich glaube, Schwarzpulver kann man auch nur mit dem Beaker herstellen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wir könnten jetzt wahrscheinlich sogar auch Munition machen und oh, wir können so viele Sachen machen. Das ist unglaublich, ich sag's dir. Es ist unglaublich. Hallo, liebe du Scheiß. Wieso kann ich kein Wasser abkochen? In Dosen. Ja, da musst du in Dosen Wasser abkochen, kannst aber dann keinen Tee machen, ne? Du musst es in Gläsern machen. Ja, aber ich kann die Dosen, das Dosenwasser nicht kochen. Das musst du, kannst du am Stab nur machen. Ach, genau so was. Ja. Kannst du mir mal eine Fackel runterschmeißen? Nee. Schade. Das liegt gerade außerhalb meines Bereichs. Wieso? So wie du klingst, bist du ganz in der Nähe. Moment. Ach, darunter, ja, klar. Haben wir irgendwo Fackeln lagern oder was? Keine Ahnung. Sehr gut. Dann lasse ich das jetzt hier mal abkochen. Und dann gucken wir mal da rein. Taschenlampen hätte ich noch zwei. Ah, ich glaube, ich repariere mal meine Axt. Was hat die überhaupt für eine Torch? 69? Oh. 10 Streifen? Willst du mich verarschen? Was soll denn mit 10 Streifen, Alter? Zu viel? Zu wenig? Flupp, weg. So, halbe Axt repariert, jetzt habe ich noch 2 Streifen übrig. Quatsch, echt? Der Mann, das ist doch... Das... Ach so, ja, woher willst du sonst noch was? Ja, 10 Streifen, das ist... Ja gut, ich hatte nur 2 Rohre, also... Manchmal ist zu viel, wenn du ein Rohr hast. Ja, in meinem Alter geht das noch. Vielleicht haben wir noch 2 Rohre. Ne, wir haben keine Fackeln hier, mein Freund. Es tut mir aufrichtig leid. Dann brauche ich noch. Genau, dann mache ich noch welche. Das finde ich auch raus, wie das geht. Was ist mit dem Tee? Was ist mit Tee? Ja, nur stress mich nicht, Alter. Was der hier alles haben will. Was ist los? Das da, was ist mit dem Tee? Das da und dann noch das da. Und dann mache ich 12 Stück. Ist das gut? What? Und wenn die nächste Folge anfängt, habe ich 12 Fackeln fertig. Und dann geht das da nämlich weiter. Ihr seht dann weiter dieses Loch von innen, was doch auch interessant sein kann. Oh, was aber ganz denn? Ehrlich, bei mir gibt's auch nicht mehr. Und ich höre Zombies. Also, beenden wir diese Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Digi, ja. Wie immer. Tschüss. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Zombies klatschen.